habe mir es gewünscht, ich habe es gehofft und ich bin überglücklich, dass es im ersten Wahlgang ist und ich bedanke mich unglaublich für das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler, dass sie mir im ersten Wahlgang schon das Vertrauen geschenkt haben und ich ihnen keine Stichwahl geben muss. Es war eine schwierige Grundvoraussetzung natürlich bei dieser Wahl. Das bürgerliche Lager war ja aufgesplittert auf mehrere Gruppen. Es war erwartbar, dass das Antreten vom Team Franz Theuerl, der ja ausschließlich in unserem Wählerteich auch auf den Stimmenfang gegangen ist und Stimmen kosten wird. Letztlich haben wir aber klar die Position 2 verteidigt, klar auch die Position im Stadtrat. Wir werden auch den Vizebürgermeister stellen und sind unter den gegebenen Umständen durchaus nicht vollständig unzufrieden. Wir lassen uns jetzt durch das Ergebnis nicht aus der Ruhe bringen. Das heißt, wir werden versuchen, die Themen, die wir jetzt im Wahlkampf als unser Wahlprogramm präsentiert haben, dass wir die ja in den nächsten 6 Jahren schaffen können, zum Realisieren. Das heißt, wir werden versuchen, das so aufzubereiten, dass die Argumente dann überwiegen, diese Projekte so umzusetzen. Wir sind insofern zufrieden, dass uns die Zielsetzung gelungen ist, die Mehrheit zu brechen. Das ist das eine. Wir wollten eigentlich schon 4 Mandate erreichen. Das ist uns auf 30 Stimmen nicht geglückt. Aber immerhin sitzen wir jetzt mit 3 Mandaten im Gemeinderat. Natürlich, unser Wahlziel haben wir nicht erreicht, aber wir sind trotzdem nicht enttäuscht. Man muss sagen, der Wähler hat immer recht. Wir haben alles gegeben und ja, wir akzeptieren das Wahlergebnis und ich freue mich auf die Periode im Gemeinderat. Sehr erleichtert und auch zufrieden, vor allem wenn ich bedenke, dass 2 der anderen kleineren Listen leider nicht reingekommen sind in den Gemeinderat. Es war also nicht einfach. Wir haben alles gegeben, auch die Liste Stadt Lienz, auch die NEOS, das weiß ich. Und wir haben Glück gehabt und ich hoffe, wir werden das Beste daraus machen. Wir werden auch versuchen, uns breiter aufzustellen, die Gruppe aufzubauen in den nächsten 6 Jahren und das Beste daraus zu machen. Also ich bin sehr zufrieden. Es wird mit den künftigen Mehrheiten so ausschauen, wie es im Lienzer Gemeinderat eigentlich seit die Bürgermeisterin Pin Usus ist. Ich habe schon mit einer ÖVP-Mehrheit als Bürgermeisterin agiert. Mein Stil ist sowieso, alle Fraktionen einzubinden, mit allen Fraktionen zu diskutieren und dann breite Mehrheiten zu finden. Ja, sehr guter Tag. Sehr guter Tag. Oh. Oh.